Was geht ab, meine lieben Freunde, euer Öni hier und herzlich willkommen zur ersten Folge der Serie Auf Rille zum Titel. Ja, Freunde, heute ist es soweit, der große Tag ist gekommen an Halloween. Die WWE-Karriere geht wieder los, zusammen mit El Rille und La Rilla, die zwei, die wir vorgestern im Livestream gemeinsam erstellt haben. Hier rechts könnt ihr sie sehen, La Rilla und El Rille mit seiner Iced-Out-Uhr. Sieht man das? Wer den Livestream verpasst hat vorgestern, sollte den sich auf jeden Fall ein bisschen reinziehen, ein paar Sachen überspringen. War ziemlich lustig gewesen, Leute, habe ich so auch noch nie gemacht. Aber Leute, keine Sorge, es wird keine Livestream-Folge, eine Folge sein, wo ich hier die Karriere zocke. Ich werde im Livestream nur so Sachen machen wie Charakter ändern oder Royal Rumble spielen oder sonstiges. Sonst werden wir die Karriere komplett als Let's Play durchziehen, wie wir die letzten 4 Jahre auch vorgegangen sind. Und ja, Freunde, macht mal für die ersten Folge. Ich will hier mindestens die 10.000 bis 15.000 Likes sehen an der Stelle. Denn El Rille feiert sein Comeback und diesmal komplett neu die Story aus der Perspektive von El Rille mit seiner Freundin La Rilla. Also es gibt 2 Personen, die wir jetzt hier spielen. Und ihr könnt hier sehen, meine Karriere Kapitel 1. Hier ist auch schon eine Frau, die aussieht wie die Tochter von Brock Lesnar. Das wird auf jeden Fall mega spannend werden, denn wir spielen die Rolle aus 2 verschiedenen Perspektiven. Einmal aus La Rilla und einmal El Rille oder zusammen. Ich weiß es nicht, wir lassen uns da überraschen. Wir haben auf jeden Fall wie letztes Jahr auch den Mein Spielerbaum, wo wir hier unseren Charakter aufwerten können. Zum Beispiel hier Reversal können wir uns holen. Da haben wir dann, öffnet sich das hier weiter, Ausdauer können wir dann, wir machen jetzt einfach mal zum Start ein paar Sachen hier. Körperzähigkeit haben wir, Beinzähigkeit, Beinkraft, das können wir alles so ganz easy auswählen, Kettenwrestling-Tempo und, wie ihr es auch nicht anders gewohnt seid. Ich bin dieses Jahr echt mal auf die Karriere gespannt, Freunde, neues Talent, Pin-Kombo, jetzt haben wir das auch geholt. Und deshalb, mal gucken, was uns erwarten wird, Freunde. Wir können jetzt auch mal hier Sprungoffensive bei El Rille machen. Ich hoffe, wir haben auch 25 Punkte für La Rilla frei. Wir gehen mal zurück, gehen mal auf La Rilla. Und bei ihr haben wir jetzt auch nur noch 20 Punkte. Okay, ich verstehe. Das heißt, wir müssen beides gleichzeitig machen und dabei auch achten, dass wir die Punkte nicht nur in einen Charakter stecken. Ich mache jetzt einfach mal bei ihr ungefähr dasselbe, auch mit Ausdauer, Beinkraft. Und machen wir dann mal Pin-Kombo hier rein. So, Freunde, schreibt mir in die Kommentare, ob ihr euch auf die Karriere freut. Ich freue mich abnormal. Letztes Jahr die Karriere bei 2K19 war einfach übertrieben krass, muss ich ganz ehrlich sagen. Es hat so viel Spaß gemacht und deshalb bin ich jetzt umso mehr gespannt, wie es dieses Jahr weitergehen wird. Und ich würde sagen, zum Start passt das erstmal so und wir können jetzt draufklicken. Meine Karriere Kapitel 1. Ich hoffe, ihr seid bereit. Ich bin es auf jeden Fall. Und let's go. Das sieht schon ganz gefährlich aus hier. Guck doch mal der Typ links und rechts an, wie die einen angucken. Alter, und die Frau in der Mitte. Oder Alter, die macht mir richtig Angst. Mit der würde ich mich nicht anlegen. Oha! Red was one of the toughest opponents I ever faced. No matter how hard I hit her, which was pretty hard. Da ist La Rilla. She never backed down. Gegen Ronda Rousey. Sorry, it feels strange to stand up here and talk about her in the past tense. Don't get me wrong, I'm honored to do this, but I never thought it would happen so soon. For Red or her best friend Trey. Wherever Red went, guck mal, sie an. Trey guck mal, El Rille. Was ist da passiert? No, they truly are a package deal. They always had each other's backs and that was certainly the case when I faced off against Red in a Money in the Bank ladder match. Oha! Oh jo, es geht los. Die erste Folge, Alter, direkt turbulent hier mit einem Was geht hier ab? Bring die Gesundheit von Ronda in den gelben Bereich. Das ist unsere erste Aufgabe, Leute. WWE is back in the business, man. Gegen Ronda Rousey, die auch bei Fast and Furious dabei gewesen ist. Eieieiei, dieses Jahr ganz neu, dass man mit Dreieck kontern muss. Ich bin noch mit R2 manchmal gewöhnt. Es sind ja nur Frauen am Start, was geht denn hier ab? Da haben die einen oder anderen von euch sicherlich was zu beobachten. Komm, komm, komm. Wir müssen Ronda in den gelben Bereich packen, das ist unsere erste Aufgabe hier. La Rilla geht jetzt mal aufs Seil oben drauf. Komm, das schaffst du, und jetzt spring mal da runter. Ah, traut sie sich nicht. Okay, okay. Aber wir haben aber echt eine gewaltige Oberbreite gemacht. Guckt euch mal den Ausschnitt an. Komm her, Ronda. Bam, Junge. Oh. Da kommen die Dritte hier. Ronda noch gerade hier im gelben, nee, im grünen Bereich. Wir müssen in den gelben bringen. Ey, aber das war gerade ein richtig geiler Start. Boah, wie die den denn gekonnt hat, Alter. Hat die uns richtig gegeben hier. Okay, okay. Ich hoffe, das ist nicht zu laut hier. Aber ihr wollt ja auch ein bisschen Feeling haben. Wir können... Oh, gerade kontern ist schwer. Es ist auf jeden Fall ein Money in the Bank Match. Oh, oh, oh. Nicht gut, nicht gut. Kreis, 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 Kreis. Ey, geht's ja richtig turbulent los. Ich glaube, so hat die Karriere noch nie angefangen, dass wir jetzt einfach mitten in den Kampf geschickt werden. Eigentlich war doch immer ein bisschen Storytelling, Gerede und so. Und auf einmal geht's hier direkt in den Kampf. Bruder, diese Ronda macht ja gerade echt kurz einen Prozess. Was ist los mit der? Die soll mal chillen. G
Geh mal weg, lass mich in Ruhe. Komm rein, hä? Was hältst du? Darf. Oh, oh, gib mir eine Bombe in seinen Rücken. Larilla, was machst du da? Das ist der erste Kampf, den wir mit dir haben. Und ich finde die schon sympathisch, irgendwie, die Larilla. Die hat doch gerade eine süße Stimme gehabt. Okay. Wir müssen jetzt hier irgendwie ihre Gesundheit in den gelben Bereich bringen. Wir haben gerade nur einen Konterbalken über. Jetzt müssen wir kontern. Die Ronda ist schon stark hier. Man kennt die ja eigentlich aus der UFC, ne? Wer von euch hat die UFC geschaut? Da war sie ja ein Monster gewesen. Und bei Fast and Furious 7 war die auch mit dabei. Boah, jawohl, das Ziel haben wir abgeschlossen. Nächste Aufgabe. Schlage Ronda, während sie im Ring steht. Das ist easy. Nichts Einfaches als das. Okay. Wo sind denn die anderen alle auf einmal hin? Das wird ein Rennen um den Koffer zwischen Red und Ronda. Bruce, ey, warum heißen wir denn Red? Sub Red oder was? Aber Moment, die anderen haben wohl was dagegen, dass das Match schon vorbei sein soll. Wir ziehen uns jetzt gerade runter und Red und Ronda krachen runter. Was ist für Red? Warum heißt es Red, Alter? Wir haben ihn doch nicht Red genannt. Was hat die für ein S, Alter? Das ist ein grandioser Kampf, jeder gegen jeden und Mann in den Bankkoffer. Heilige Scheiße, was haben wir denn hier für Ausschnitte, ey? Mamma mia, ey. Oh, wohl andere Pläne. Oh, 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 puh. Das ist das reinste Chaos hier, ey. Jetzt steht die Tür für Red und Ronda sprangelweit offen. Okay. Alter, wie die Leiter denn da? Das sieht voll komisch aus. Bring dir die Gesundheit. Oha, wir müssen jetzt Ronda in den roten Bereich bringen. Die Leiter ist gerade auch am Durchdrehen. Oh, oh, die will hoch. Ich glaube, die will hoch. Aufstehen. Aufstehen. Nein, 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 nein. Aufstehen. Wie kann ich die Leiter runterwerfen? Hallo? Schmeiß die Leiter runter. Tak, 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 tak. Oh, oh. Alter, was ist das denn? Ah, ich muss Kreis drücken. Ich muss nur Kreis drücken. Die muss da noch... Warum? Tak, 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 tak. Jawohl. Hallo? Hoch. Hoch. Wie komme ich da? Ah, ich wollte schon sagen, ey. Ich musste die ganze Zeit gucken, wie ich die da überhaupt runterkriege. Nicht, dass die nicht noch den Koffer holt. Ich weiß halt nicht, welche Schwierigkeit das ist. Ich glaube, das ist vom Computer ja vorgegeben. Aber wir hätten vielleicht doch... Oh, Junge, was ein Move hier, Mann. Wir haben doch schon ein geiles Moveset, weil ein paar von euch meinten, ey, wir sollten aber mit dem Moveset gucken. Aber ich finde bisher ist das Moveset richtig geil. Okay, sie scheint aber einiges zu kontern. Oh, oh, jetzt ist, dass sie auf uns drauf springt. Oh, oh. Ne, und bam! Boah, Junge, die hat Tritte, ey. So muss es sein. Es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Wir haben ja, glaube ich, 4 Stunden den Charakter erstellt. Ey, die ist ja echt gut am Kontern, ne? Eieiei. Gleich sind wir auch schon im roten Bereich. Ey, 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 wir rollen. Nein, 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 nicht gut, nicht gut. Rein, rein in den Ring. Wie einfach stellst du dir das bitte vor, hä? Wie einfach stellst du dir das vor, hä? Was ist los mit der? Die ist ja richtig in dem Element. Boom! Die denkt auch so einfach mal kurz hochklettern, den Koffer runterholen. Kann gleich was anderes runterholen. Oh, oh. Ey, das ist noch so eine... Oh, das war, ich glaube, ihr Signature, oder? Digga, das war eine richtige UFC-Faust von ihr. Ganz ruhig. Dann haben wir hier. Einmal mal die Schulter rüber, oder was? Okay, nicht mehr viel Leben, dann haben wir sie im roten Bereich. Boom. Jawohl, abgeschlossen. Nächste Aufgabe. Dränge Ronda mit einer Irish Wipe in die Ecke. Okay, komm rein. Irish Wipe müsste eigentlich die einfach in die Ecke schmeißen. Manchmal kenne ich es noch nicht so gut, die WWE-Begriffe. Aber es müsste eigentlich der hier sein, genau. Red hat anscheinend was Großes vor. Ey, wir müssen mal gucken, ob wir das mit dem Namen ändern können. Boah, wenn Red glaubt, dass die Ronda Rousey mit ihren eigenen Waffen schlagen kann. Alter, was hat die für Maps? Boah, Junge, was macht die da? Puh! Moment, Red mit dem Reversal. Eieieiei. Alle liegen sie hier auf dem Boden. Und wenn zwei sich streiten, freut sich die dritte. Hola Chica, Zelina Vega hat sich erholt und stellt eine Leiter auf. Also da werden wir einiges zu sehen bekommen. Oh, jetzt 1 gegen 1. Komm, Red. Oh, was ist das denn? Oha, das darf man doch gar nicht. El Rille, jetzt muss El Rille kommen. Jawohl, Junge, da ist El Rille, Alter. El Rille, sein erster großer Einsatz hier. Boom, so muss es sein, raus mit ihm. Komm, 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 El Rille hier, Motivator. Oh, oh, pass auf, von hinten. Ey, voll Spannung hier, Leute, seid mal ehrlich, Mann. Und das war die Chance, die Red gebraucht hat. Ich gebe es ungern zu, Byron, aber du könntest mit deinem Tipp recht haben. Hoch,
Schafft es wirklich. Red gewinnt gleich bei ihrem ersten Versuch das Money in the Bank. Ladder Match. Hoch. Wo ist der Koffer? Hä? Oha! Was geht da ab, Mann? Oh, was macht die da? Alter Schwede! Sie hat sie voll im Griff. Ja, mit einem gebrochenen Arm wird es schwer werden, sich den Koffer zu krallen. Kann sie sich befreien, bevor es zu spät wird? Weiter? Was weiter? Alter, was ist das für ein turbulenter Start hier, Leute? Ich geh kaputt. Was zur Hölle geht hier ab? Seid mir ehrlich. Bisher kranker Start, ohne Witz. Mittendrin statt nur dabei. Normalerweise dachte ich, jetzt kommt eine Story. Ja, es war einmal ein El Rille und La Rilla. Die waren gemeinsam da und da. Aber nein, es geht direkt Schlagabtausch in den Ring. 1 gegen 1, 6 gegen 6. Alles hier, was das Ganze zu bieten hat. So muss es sein. Mal gucken, was jetzt... This truly is a historic day. I don't think I've seen you dressed up since our senior prom. Oh yeah, our one and only date together because no one else would go with us. I remember showing up in that sweet homemade $1 million man suit. Didn't you wear a cane mask? No wonder we couldn't get dates. To be fair, the theme of the prom was a masquerade. Still weird. You have the list, right? No, I thought you had it. Seriously? I put it in the safe just like you told me to. Man, the way you treat that thing, you'd think it was the Magnet Carta. Did you say magnet? Yeah, it's some really old valuable magnet, right? Just get it out of there. No one was going to break into a hotel room and steal an old piece of notebook paper from high school. It's not just an old piece of paper. That list has been the roadmap to our entire careers, and now there's only one thing left to cross off. Did you forget the combination? It might have slipped my mind. But don't worry, I wrote it down on my phone. Der Rille immer noch so verpeilt, eh? Jetzt hat er sein Handy. Also in the safe. Schlau. This is why I always said we should have got the list tattooed on us. No chance of losing it and we'd have way more street cred. Yeah? Well, I'm gonna be getting a teardrop tattoo if you don't get that thing open. Oh, lass mir eine Träne tätowieren. Junge, Junge, ey, Rille richtig rausgeputzt, ey, meine Güte, ein Jahr hat es gebraucht, bis wir ihn wieder sehen und hier ist er, ey. Ey, dieser Ladebildschirm, der macht mir Angst, Alter, ich will einfach nur warten, bis es weitergeht und dann gucken wir uns diese drei Monster an, ey. Was ist das? This is what's going to give us confidence, recognition, oh, El Rille, der Playboy, Mann, guck mal. Everything we've ever wanted. Your Earth Science Notebook is gonna do all that? No. We're going to use it to make a list of everything we'll accomplish someday when we become WWE superstars. We could do that. Or we could play my favorite lunchtime game, guess what Mr. Bowman's sweat stains look like today. I'm kind of seeing a heart shape. What do you think? I think you need to take this seriously. Besides, it's a proven fact that if you write down your goals, it helps you achieve them. Actually, now I'm thinking it looks more like a one-eared rabbit. Fine. I'll go first to get the ball rolling. Become WWE Divas Champion. Ich glaube, das, was wir am Anfang gesehen haben, war die Zukunft, Leute. Wir haben okay. Die Zukunft gesehen. Star in a WWE Action. Oh, geil, Mann. Wie John Cena. Really? That's one of your goals? Normal. Do you want me to do the list or not? Besides, it's a proven fact. WWE Action movies are some of the finest pieces of cinematic art ever produced. So it would be an honor to appear in one. Whatever. Train at the dungeon. Come up with awesome wrestling names. Team with Mickey James. Get my own action figure. Compete on NXT. Win a dance-off. Yeah. Wrestle Lita. Find out what's inside Undertaker's urn. Get inducted into the WWE Hall of Fame. Be in a WWE video. Win a ladder match. I've got a match for you. My butt, your face. What are you two fartwads doing? This table is reserved for wrestling team members only. I thought there was a lot of boogers stuck underneath it. Funny. You can leave now. Sorry, we're busy. Get my own action figure, become WWE Divas Champion. Is this some kind of WWE nerd vision board? Hey! Being immortalized in semi-posable plastic is the greatest thing a human being can achieve. Don't ever touch our stuff again. What, like this? Oh, gib dir eine Bombe. Gib dir eine Bombe, jawohl, gib dir eine Bombe, Alter. Genau so, ey. Jawohl, Alter, jawohl. Bitte lass mich jetzt spielen, Alter. Das wäre korrekt, bitte, bitte. Das wäre jetzt richtig geil. Dann fängt das Spiel geil an hier. Action, Action. Hallo, was ist los jetzt hier? Ey, jetzt sehe ich dich schon wieder hier, ey. Die drei Muskeltiere.
Ja, die in der Mitte wird jetzt sehen, wer Larilla ist. Larilla, La Rosa, die Kripos, der Kamo, der Papa, der Nimo. Huh? Was ist denn jetzt los? Die sind auf einmal im Ring, bringen die Gesundheit von Brooklyn in den roten Bereich. Warum ist das Bild so am Flimmern, Leute? Seht ihr das? Als ob wir so im 80er-Jahre-Film gucken. Wieso sind die auf einmal hier im Ring? Brooklyn von Braun heißt die. Eieiei. Oh oh. Was geht bei der ab? Aber wieso sind die auf einmal hier im Ring? Wo sind wir denn jetzt hier gelandet, Leute? Raw is War? Oder stellt die sich das gerade vor? Träumt die sich das gerade? Oder was geht hier ab? Die waren doch gerade irgendwo auf dem auf der, keine Ahnung, Kantine. Und auf einmal sind... Was ist denn jetzt los? Julian gehört zur VIP auf Rille Army. Woher kommt das denn auf einmal her? Komm, weiter, weiter, weiter. Wir dürfen nicht auf die... Bringen die Gesundheit in den roten Bereich. Okay, wir müssen in den roten Bereich bringen. Komm, das kriegen wir hin, Leute. Das kriegen wir hin. Aber das finde ich eigentlich geil, dass die dieses Jahr auch so gemacht haben, dass wir Mann und Frau spielen. So kommt auf jeden Fall Abwechslung mit rein. Ich habe jetzt gedacht, wir müssen uns mit der Boxen in der... Oh, guck mal jetzt. Puh! Wir müssen uns mit der in der Kantine boxen. Aber auf einmal sind die hier im Ring. Aber irgendwas muss es zu bedeuten haben, Freunde, dass das Bild so am Flimmern ist. Das liegt nicht an der Grafik des Videos. Ich habe da nichts eingestellt. Es liegt am Game. Und das muss irgendwas zu bedeuten haben. Boah! Wir haben jetzt gerade keinen Konterbalken, deshalb müssen wir aufpassen. Aber so breit wie in diesem Ladebildschirm ist unsere gegnerische Frau wohl doch nicht. Oh oh, wir können nicht kontern. Boah, der hat gesessen. Der hat gesessen. Wir können immer noch nicht kontern. Nicht gut, nicht gut. Eieiei, jetzt können wir wieder kontern. Wir haben auch nur zwei Konterbalken, die hat drei. Jetzt dürfen wir nicht verkacken. Boom, der Move ist echt sexy. Das war ein bisschen taunt hier, taunt. Hände in die Luft. Komm her. Wir haben ungefähr gleiches Leben. Bam, ins Gesicht. Guck mal, El Rille, Alter, der Playboy da unten, links, oben, links. Seht ihr den? Mama mia, endlich geht's wieder los. Ich hab's übelst vermisst, Leute, ohne Scheiße. Zeigt's ihr mir auch mit einem Daumen nach oben. Denkt dran, wenn ihr mich auch supporten wollt in Fortnite oder anderen Kanälen, checkt auf jeden Fall gerne den ersten Link in der Videobeschreibung aus. Oh, ist das erlaubt oder nicht? Ich glaube nicht, Leute, ich glaube nicht. Deshalb lieber sein lassen. Eieiei, lieber sein lassen mit Stühlen und so. Schmeiß das weg, lieber sein lassen. Vielleicht packt die das auch selber an. Puh, ich schau einfach den Schiri um. Scheiße, das wollte ich gar nicht. Nicht gut. Der Schiri hat einfach kassiert von uns. Oh, oh, oh. Mein Instagram ist auch in der Beschreibung verlinkt, Freunde. Danke für euren Support. Aufpassen. Müssten wir eigentlich gekontert haben. Schiri steht schon wieder. Bam, in die Niere. Bam, Junge. Genau so. Ey, die Frauen gehen ja aggressiver manchmal ran als die Männer, habe ich das Gefühl. Ey, das nervt übelst, dass wir nur zwei Reversal-Balken haben. Da muss auf jeden Fall was geändert werden. Boah, Arschbombe auf uns drauf. Komm, 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 komm. Eieiei, gerade sind wir gut am Kassieren. Wir konnten irgendwas aktivieren. Ich glaube, Signature, ne? Der geht ja jetzt mit 4X. So, Augenblick. Die kriegt jetzt erstmal einen schönen Signature und dann ist sie im roten Bereich. Guck jetzt. Ich zeige ihn euch. Zack. Boom, Signature. Da ist unser Signature. Boom. Der hat gesessen, ey. Eieiei. Schlage Brooklyn, während sie im Ring steht. Hier, nichts einfacher. Oh. Da kriegt sie ihre Faust. Brooklyn steht hier vielleicht eine Lücke. Oder sieht ihr vielleicht eine Lücke? Was ist das denn? Guck mal hier. Vom Backofen. Lol. Wird von rutschendes Tablett-Takedown überrascht. Kann Red das ausnutzen? Sie geht hoch. Warum ist das Bild so am Flimmern? Red mit dem Moonsault aus dem Lehrbuch. Und da ist der Pinfall. 1, 2, 3. Es ist vorbei. Red hat bewiesen, dass sie viel tougher und cooler ist, als Brooklyn es je sein wird. Aber Leute, ich glaube, es ist bestimmt irgendwie gerade nur ein Traum oder so, oder? Was meint ihr? Ich weiß immer noch nicht genau, was da eigentlich passiert ist. Zerbrich dir nicht deinen imaginären Kopf, Brian. Was geht hier ab? Was geht hier ab, Leute? Das würde ich jetzt mal echt sehr, sehr gerne wissen. Vielleicht sehen wir jetzt hier noch eine Sequenz. Ja, wenn jetzt immer im Ladebildschirm... Ey, dieser Bild im Ladebildschirm, ne? Dieser Bild. Das regt mich gerade richtig auf. Wait. Let me get this straight. You remember your fight with Brooklyn when we were in high school, taking place in a WWE arena with a ring, sold-out crowd and commentators? Ah, es war die Vergangenheit, okay. The guy who can't remember the safe combination is questioning...
My memory? No, the guy who can't remember the safe combination is questioning your sanity. Whatever. I may have taken a few liberties with my story, but that is how I choose to remember it. Well, as much as I'd love to join you in rewriting history, that day is scorched into my brain because that's how I got my nickname, Trey. This is how it really went down. Okay. Ah, die haben sich quasi zurückerinnert. Ja, ich habe dann manchmal nicht genau mitgelesen, Leute, weil ich einfach El Rille betrachtet habe in seinem wunderschönen Anzug, der Playboy hier, mit seiner Freundin. Ne, zum Glück haben wir nicht gesagt, dass das El Rilles Schwester ist, Alter, weil sonst wäre es hier richtig ja, eine komische Beziehung gewesen. Ne? Uah, kann ich mir gar nicht vorstellen. Sind die zwei jetzt eigentlich hier zusammen? Ich weiß es nicht. Oder ob das einfach nur so Partner sind? So, mal gucken, was jetzt kommt. Ich glaube, jetzt erinnert sich auch sogar El Rille zurück, wenn es mich nicht täuscht. Get my own ja. Action figure, become WWE Divas Champion. Ja, ja. Is this some jetzt. Kind of WWE Nerd Vision Board? Hey, being immortalized in semi-posable plastic is the greatest thing a human being can achieve. Don't ever touch our stuff again. What, like this? That was a huge mistake. Das ist jetzt die Perspektive aus El Rille. I'm gonna take that marker, bring it to your grandmother's nursing home and cross out parts of her chart, so when the nurse goes to give her turndown service, she won't know to flip her over. That's right. I'm gonna give your grandmother bed sores. What is wrong with you? Up, calm down. Deep breaths. Maybe we can talk this out. I'm done talking. This is what happens when you mess with the captain of the wrestling team. What are you gonna do? Hit me with a steel chair? Put me through a table? Guck mal, El Rille. Alter, El Rille rutscht da einfach aus. Everyone already knows Hothead Red, but let me introduce you to her best friend, Trey. Get it? Because he busted his butt on a lunch tray. Oha. Oha, Alter. Das ist hart. Das ist hart. Now her face matches her nickname. Und so war es wirklich gewesen, oder was? Also da haben die ja richtig kassiert. Also laut El Rilles Perspektive. Laut Larillas Perspektive hat die ja die eine dann im Ring rasiert. Ach du Scheiße. Das sah ja nicht so gut aus. In Wahrheit ist El Rille einfach auf dem Tablett ausgerutscht. Anstatt diese eine da von vorhin, ey. Hör mir auf, ey. Richtig behindert. Okay. Jetzt geht weiter. That could have been way worse. Yeah. Brooklyn could have posted a video of the whole thing online. Oh, wait. That's exactly what she did. I meant she could have dumped something worse on me, like mayo or hot sauce. And hey, at least she didn't destroy our list. So what? I'm not gonna do any of those things anyway. What do you mean? We were just embarrassed in front of the entire school, and currently 672 people on the internet. I bet a bunch of those are repeat views. Great. We're not even touching on the fact that I got beat up by a lunch tray. I'm never going to be a WWE superstar. I'll just go to college and get a lame job like my parents want me to. I think you need to read the letter again. See? This is what I'm talking about. I can't even open my locker. What's your combination? 16339, I think. Letter, please. Here we go. I think this section is relevant right now. You've probably asked yourself a million times, why? Why didn't they want to be my parents? The truth is, we did, but we had to make the hardest decision of our lives because we didn't feel we could give you the life you deserved. And that life is one where you can have the freedom to follow your dreams no matter what they might be, to become anything you want. Using the only letter I have from my real parents as some sort of motivational speech is kind of a cheap move. They're right, though. You got a second chance in life, and you need to make the most of it. So why sell yourself short? You need to at least try. Fine. But when this whole WWE thing doesn't work out, I'm blaming you. It'll work out. I promise. Assuming you never have to wrestle a lunch tray. They're actually a lot tougher than they look. Jawohl, Alter. Geiler, geiler Start, Freunde. Mit der ersten Folge von El Rille hat ein neues Level erreicht, Rookie. Und ja,
damit würde ich sagen, sind wir auch am Ende der allerersten WWE auf Rille zum Titelfolge angekommen, Leute. Hat auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht. Lasst alle hier einen Daumen nach oben da. War ein cooler Start. Ich will die 10.000 bis 15.000 Likes sehen. Und ich finde, das ist eine coole Abwechslung, dass wir jetzt quasi eine Begleiterin haben, die uns mit auf diese große Reise begleitet. Man sieht El Rille und La Rilla zusammen auf dem College vielleicht sogar kennengelernt. Und die versuchen jetzt, die große WWE-Karriere zu besteigen. Danke fürs Zuschauen an dieser Stelle, Leute. Ihr könnt sehen, El Rille wieder fängt ganz unten an, versucht sich hier die College-Chicks klar zu machen und hat hier die La Rilla kennengelernt. Das wird bestimmt eine coole Reise werden. Und ja, nimmt den Like-Button auseinander. Ich werde noch schauen, ob ich das Ganze täglich oder jeden zweiten Tag bringe. Deshalb bleibt immer aktiv, checkt mein Instagram aus. Dort kündige ich das meistens auch immer an. Und das war's auf jeden Fall von der Folge. Ich will die 15.000 Likes sehen. El Rille wieder back in business. Macht's gut, Freunde. Haut rein und ciao.